Jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Hier ist Rosemarie. Rosemarie ist 64. Guten Morgen, Rosemarie. Guten Morgen, Domian. Rosemarie, du hast auch was im Wald erlebt. Ja, bin total nervös. Also eigentlich am Waldrand. Ja. Aber es ist schon lang her. Es war 1979. Ja. Damals habe ich am Straßenstrich gearbeitet. Du? Ja. Ja. Ich muss also ein bisschen aufpassen, dass ich nicht beide spreche, weil sonst verstehst du mich. Ja, genau. Ich sag dann schon, wenn ich es nicht verstehe. Ein bisschen bayerisch darfst du ruhig. Okay. Und es war Sonntag, 17 Uhr, das weiß ich noch genau, im Sommer. Mhm. Mein letzter Kunde, oder Freier, egal. Und ich bin mit dem Waldweg zum Waldrand gefahren, mhm, im Auto. Mhm. Und dann habe ich schon ein Fahrrad gesehen und habe mir aber nichts gedacht. Ein Fahrrad am Wald irgendwo stehen? Ja, am Rand. Am Rand, ja. Auch, ja, in der Nähe. Ja. Es war vielleicht ein Fehler, es war ein Fehler, dass ich da nicht weggefahren bin. Auf alle Fälle, wir waren uns einig, der Freier und ich. Fenster war auf, es war heiß. Und du saßt ja im Auto des Freiers, ne? Genau. Ja. Mhm. Und wir haben uns ausgezogen. Mhm. Ich hatte ja nicht viel an, nur Unterhose war ja heiß, mhm, eher mehr. Und bevor es zur Sache ging, habe ich auf einmal eine Pistole am Kopf. Aber nicht von einem Freier? Nein, von draußen. Und das war, wie sagt man, ein Spanner, ne? Mhm. Einer oder Lurer, ne? Ja. Ein Spanner, okay. Genau. So. Und sagte der was? Ja, ich soll aussteigen. Und der Freier wusste von dem Spanner auch nichts? Ja, nee. Nix. Ja. Der ist gleich raus vom Auto. Ich habe Familie, bin verheiratet, Kinder. Das volle Programm halt. Und mhm, ist davon gelaufen. Ach, und das Auto blieb stehen? Das Auto blieb stehen. Und du standst da halt nackig mit dem Spanner? Ich stehe da. Dachte ich mir so, der will jetzt mein Geld. Ja? Wie viel Geld hattest du bei dir? So 220 Mark. Ja. Ich hätte sie mir gleich gegeben, ist ja klar, ne? Mhm. Nein, der wollte von mir Gummis, also, wie sagt man? Verhütung. Pariser. Pariser, genau. Kondome. 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 Ja. Da war ich ganz überrascht. Ich gleich in die Tasche gegriffen, ich hatte ja genügend dabei, habe ihm eine Handvoll gegeben. Mhm. Und in dem Moment, wo er die genommen hat, bin ich davon gelaufen, Richtung Waldweg, nach raus zur Straße. Obwohl er eine Pistole in der Hand hatte? Genau. Und er wollte gleich mehrere Gummis haben? Ja, ich habe eine ganze Handvoll. Ja, und dann bist du weggelaufen? Und ja, dann? Und ich bin aber komischerweise, ist mir sofort eingefallen, du musst zickzack laufen. Ich habe das einmal in einem Krimi gesehen. Mhm. Und habe das gemacht und dreimal hat er mir nachgeschafft. Ach, du lieber Gott. Und ich habe das gehört, wie das immer gepfiffen hat. Ach, du lieber Gott. Und du bist nicht stehen geblieben? Nein, ich bin gerannt. Das ist ja Wahnsinn. Und am Anfang, also zur Straße hin, dann ist für einen Geländewagen gekommen, da war ein Förster drin gesessen. Und der, kurz habe ich ihm das hingeschrien, bin weitergerannt, der ist Richtung Wald und gleich über Funk, Polizei und dann haben sie gesucht, den haben die nicht gefunden. Nie? Nie. Das Rad war da, aber den haben sie nicht gefunden. Ach du Junge. Mich haben sie dann mitgenommen zur Wache, also alles aufnehmen. Was wollte der? Ja, was wollte der? Kondome. Dann haben sie alle gelacht. Ja. Das ist ja blöd, ne? Ja, absolut. Ja, was glaubst du, was er wirklich wollte? Keine Ahnung, ich bin ja davon gerannt. Aber oder wollte der, vielleicht hast du es falsch verstanden, vielleicht wollte der nur ein Kondom, um dann mit dir zu schlafen? Keine Ahnung, oder er wollte mich erschießen, ich weiß es nicht. Es ist mir eingefallen, wie ich das Thema da mhm, gehört habe, dann ist mir das eingefallen, haben wir gedacht, naja. Hast du denn irgendwann nochmal Kontakt zu dem Fahrer des Autos? Nein, gar nichts. Die Polizei wird den ja irgendwie da gefunden haben. Ja, der ist ja wahrscheinlich wieder zurück und ich glaube, der ist nie mehr in seinem Leben.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Das glaube ich auch. Du hast gerade gesagt, ein Spanner. Vielleicht war das gar kein Spanner. Vielleicht war das einfach ein Perverser. Irgendwas. Ja, ich denke auch. Das haben sie auch dann bei der Polizei gesagt. Das war bestimmt der Perverser. Ne? Also ich habe halt Glück gehabt. Ne? Und der hat wirklich scharf geschossen? Ja, der hat scharf geschossen. Kannst du dir im Nachhinein erklären, dass du da wild weggelaufen bist und nicht stehen geblieben bist oder dich hast fallen lassen? Ja, ich habe Angst gehabt. Erstens habe ich ein Kind, ne? Hattest du damals schon ein Kind? Ja, ich habe einen Sohn, der ist jetzt inzwischen 44. Und das heißt, du bist damals vielleicht dem Tod entronnen. Ja, es war vielleicht zweite Chance. Hast du danach noch weiter als Prostituierte gearbeitet? Nicht mehr lange. Ich habe dann nach einem Dreivierteljahr habe ich aufgehört. Es ist so viel passiert dann auch und ich habe das auch schon ins Auge gefasst gehabt, dass ich mit 30 Schluss mache. Wie viele Jahre hast du insgesamt auf dem Strich gearbeitet? 11 Jahre. Ja. Mhm. Wenn du bist heute eine Frau von 64 Jahren. Genau. Wenn du diese Zeit zurückschaust, wie beurteilst du die Zeit für dich als Hure? Ja, also ich habe das immer als, für mich war das nur Geld verdienen. Mhm. Also ich habe da den Kopf ausgeschaltet, aber es bleibt natürlich immer was hängen. Was bleibt hängen? Ich weiß auch nicht. Ich meine, ein Makel ist da. Mhm. Ich denke auch, dass psychisch irgendwas hängen bleibt. Also ich bin da ein... Ich habe mich scheiden lassen dann, also es war 79, 88, ich war ja verheiratet in der Zeit, war 20 Jahre verheiratet mit dem Mann. Und dein Mann wusste, dass du auf dem Strich bist? Der wusste das, ja. Und hat das geduldet? Ja, genau. Es war halt nur Geld verdienen, überleben. Hast du hinterher dann nochmal geheiratet? Nein. Ich würde dann nicht mehr heiraten. Aber eben der Sohn weiß auch und ich denke ja mal, es hängt irgendwie, auch wenn er sagt, er versteht das von mir und der Papa ist schuld, aber trotzdem ist immer so ein Beigeschmack. Ne? Mhm. Hast du nach dieser Zeit, nach dieser aktiven Hurenzeit, nach einem gewissen Abstand, hast du wieder Spaß an Sexualität finden? Nein, überhaupt nicht. Bis heute nicht. Das Thema ist tabu, das tot. Das habe ich irgendwie, also ich bin ja 19 erst gewesen, wie ich da angefangen habe. Mhm. Und da ist irgendwas kaputt gegangen, denke ich einmal. Mhm. Ich habe ja dann nur eine Trinkerkarriere hinter mir. Ah, ab 2001 war ich 4 Monate auf habe ich eben so eine Langzeittherapie gemacht. Ja, ja. Und bist heute vom Alkohol weg? Bin ich weg. Ja, sehr gut. Aber also, und die wollten auch einmal mit mir Therapie machen wegen dem, aber ich weiß auch nicht, ich habe mich da zurückgezogen. Ja. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert mit dem Bayerisch. Ja, es wird kompliziert. Aber eines will ich sagen, also ich habe, jetzt ist er schon vorbei, das war jetzt mein, ich habe mir jetzt selber ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Ich habe gestern Geburtstag gehabt und ich wollte schon immer mal telefonieren, aber ich habe mir nie traut. Und habe mir gedacht, jetzt packe ich einfach, das schenkst du jetzt selber und jetzt bin ich ganz froh, dass ich das ist ja lustig. Du hattest gerade Geburtstag? Ja. Dann gratuliere ich sehr herzlich nachträglich und wünsche natürlich von Herzen alles Gute. Mhm. Schön, dass du angerufen hast. Schön, ja, dass ihr mit... Also ich habe dann damals, wo ich aufgehört habe, bin ich in die Arbeit gegangen. Ja. Es war eine schwere Zeit, aber ich habe es geschafft. Sehr gut. Ich war froh, dass ich es gemacht habe. Und ich habe nie mehr Kontakt aufgenommen. Rosemarie, ich glaube, dass wir über dich und dein Leben noch lange reden können, aber wir müssen jetzt mal Schluss machen, weil das Thema ja heute ein bisschen eingegrenzt ist. Ich werde nochmal anrufen. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ich bin. Hab mich gefreut, dass ich durchgekommen bin. Ich freue mich auch sehr, dass du angerufen hast. Alles Gute. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao.